Hallo an alle und willkommen zurück zu einer neuen Folge Hot Shot Racing. Ja, wir haben ja in der letzten Folge den letzten Grand Prix hier, Boss Level, auf normal abgeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt hier die ganzen Grand Prix auf normal, die normale Trophäe. Das heißt, wir machen weiter natürlich mit schwierig. Und da würde ich sagen, gehen wir heute in den ersten Grand Prix rein. Natürlich, wie gesagt, auf Schwierigkeitsstufe schwierig. Ich hoffe mal, dass das ja noch recht okay wird, also nicht allzu schwer, aber auch jetzt nicht mega einfach. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja in den letzten Rennen oder ja auf der Schwierigkeitsstufe normal Xing als Charakter gehabt. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt aber für die Schwierigkeitsstufe schwierig nochmal einen anderen Charakter. Was nehmen wir denn hier? An Formelwagen wäre auch geil. Kaiko. Dann Bugatti haben wir da. Nehmen wir doch Toshiro. Den bin ich glaube auch sogar schon mal ohne Aufnahme mal gefahren, einfach so als ich Hot Shot Racing ausprobiert habe am Anfang. Ja, ich glaube, da bin ich den hier gefahren. Ja, ich glaube. Genau, aber wir fahren natürlich hier wieder mit dem ausgeglichenen Fahrzeug mit Zorn. Und wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was modifizieren können. Skin nicht, Motorhaube. Ballern wir natürlich. Ah, müssen natürlich wieder rüber. Ballern wir natürlich was rein. Ja, komm, Stoßstange vorne auch. Stoßstange hinten. Machen wir auch die andere rein. Räder bauen wir die hier ein. Seitenschweller. Ah, da hat sogar drei. Machen wir auch den. Nummer zwei. Kofferraum. Was macht der hier? Ja, komm, rein damit. Wir haben noch ein bisschen Geld. Okay. Spoiler geht nicht. Auspuff aber noch. Lufthutze geht auch nicht. Scheinwerfer. Machen wir die rein. Scheinwerfer hinten. Rückleuchten. Lassen wir die und innen fänden wir mal nichts. Dann würde ich sagen, nehmen wir den. Und wir fahren natürlich wieder Automatik. Und ja, dann geht's los. In den ersten Grand Prix auf der Schwierigkeitsstufe. Schwierig. Ich bin mal gespannt, wie schwierig das wird. Hier ist mal einen richtig guten Start bekommen eigentlich. Oh, und hier driften. Die Strecken kennen wir jetzt ja zum Glück alle schon. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich nicht mehr zu 100%ig weiß, wie da jede funktioniert. Wie da jede geht. Aber die hier kenne ich doch noch ein bisschen. Okay, Turbos sollten wir uns eigentlich wieder für das Ende aufsparen. Und jetzt versuchen wir so gut wie es geht, Windschatten mitzunehmen. Oh, der dreht uns fast weg, holy shit. So, hier schön weit außen anfahren. Nein, das war nicht gut. Ah, es ging noch. War noch okay. Aktuell führen wir noch. Oh, shit. So, aber sicher nicht. Ah, shit. Naja, ich denke, mit Windschatten sollten wir da wieder rankommen. Wir haben ja noch eine Runde danach. Ja, Mann, der Formelwagen, der rammt mich hier aber auch. Holy shit. Aber fährt sich auf jeden Fall gut. Ich denke mal, die Wagen werden sich eh alle ziemlich gleich fahren. Also von den unterschiedlichen Charakteren. Welchen ausgeglichenen Wagen wir da nehmen, macht wahrscheinlich echt keinen Unterschied. Gehe ich mal zumindest stark davon aus. Oh, wir haben genug Turbo, dass wir hier ein bisschen was verwenden können. Letzte Runde. Ach, Mann. Das war die Wand. Und Alexa bleibt hier richtig gut dran. Wobei die ja natürlich alle hier gut dran bleiben, weil Windschatten hier einfach mega OP ist. Würde ich sagen, versuchen wir doch immer noch davon zu ziehen. Jetzt die letzte Kurve gut bekommen. Sieht doch ganz gut aus. Und Turbo reinballern. Jawohl, nice. Perfekt. Erstes Rennen im ersten Grand Prix gewonnen. Bisschen Geld wieder bekommen. Und hier mit ja, einer halben Sekunde Vorsprung, wenn man so will. Also ist jetzt auf jeden Fall schon knapper als, glaube ich, im ersten Grand Prix.
Außer natürlich die Gegner sind gleich, das weiß ich nicht. Vielleicht ist auch nur die Zeit weniger, ich weiß es nicht. Das weiß ich leider echt nicht. Vielleicht weiß da jemand von euch besser Bescheid als ich. Ob vielleicht die Gegner sogar gleich stark sind und mir das jetzt nur so vorkommt. Und eigentlich nur die Zeit weniger wird. Okay, hier können wir bis jetzt nicht so viel driften. Ah, doch hier. Ach komm schon, drück mich nicht in die Wand rein. Gehen wir einmal Turbo kurz. Ah, schade, kommen wir nicht in einem Drift rum. Das wäre nice. Oh nö. Das war mein Fehler. Das war jetzt sehr, sehr doof gerade von mir. Okay, jetzt sollten wir ein bisschen Turbo sparen für die letzte Runde. Und am besten nicht die Wand berühren. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Okay, aber ich glaube von der Zeit her schaffen wir das hier immer locker. Also, glaube ich zumindest. 30 Sekunden hatten wir jetzt gerade am Checkpoint. Ja, 20 Sekunden ungefähr, 15 Sekunden so rum. Also an der Zeit sollte das eigentlich hier nicht scheitern. Oh, jetzt habe ich die Wand berührt. Oh. Okay, aber auch das schaffen wir hier richtig gut, perfekt. Mit fast einer Sekunde Vorsprung. Das lief doch schon mal besser. Klar, ich brauche jetzt auch wahrscheinlich wieder ein bisschen, um reinzukommen. Wobei eigentlich auch, ja, eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht. Eigentlich, nein, oh, das war gar nicht gut. Shit. Alexa hatte auch keinen guten Start. Okay. Dann holen wir hier mal ein bisschen auf, würde ich sagen. Bin mal gespannt, wie gut es wird. Ob es einfach wird, hier aufzuholen. Aber ich denke, Windschatten wird uns hier ordentlich helfen. Jetzt sind wir auch schon an Victor vorbei. Nice. Viel zu einfach. Oder einfach nicht, aber viel zu OP mit dem Windschatten eigentlich. Und da sind wir hier auch schon wieder auf P1. Und auch schon wieder weg von P1. Aber wir können jetzt schön Windschatten von denen mitnehmen, das ist perfekt. Da laden wir nämlich auch gleich den Turbo auf. Und ziehen an denen natürlich vorbei. Na, da bin ich ein bisschen aufs Gras gekommen. Das war, glaube ich, nicht so optimal. Ist irgendwie, glaube ich, eine längere Strecke oder kommt mir zumindest so vor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Oh shit, holy shit. Der hat mich doch gut, ja nicht gedreht, aber gut angestupst, wenn man so will. Gute Markus hier. Okay, letzte Runde. Oh nö. Okay, wieder Turbo sparen für die letzte, ja, gerade, wenn man so will. Hier können wir jetzt eigentlich schon ein bisschen Turbo geben, würde ich sagen. Oh no, weil hier kommt jetzt das Ziel und wir sind safe vorne. Wie viele Sekunden waren das? Fast wieder eine. Okay, nice. Gut, gut, aber wird schon knapper, glaube ich. Ich glaube doch, dass die Gegner stärker sind, aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ach man, schon wieder ein Kackstart. Müssen wir eigentlich mal die Zeiten vergleichen, dann würden wir sehen, also mit den Zeiten von den Gegnern auf normaler Schwierigkeit, wie die da gefahren sind. Und ich fahre hier gerade echt scheiße. Aber Windschatten mitnehmen,
Dann holen wir doch schon wieder gut auf. Das zweite Mal schon keinen guten Start bekommen jetzt in dieser Folge. Keine gute Quote, würde ich sagen. Aber wir kommen ran. Windschatten macht's möglich. Okay, wir sind aktuell noch P5, aber wir kommen nach vorne. Und P1, nice. So schnell geht's hier. Aber so schnell kann man auch natürlich wieder von P1 runterfallen. Und wir sind ja noch alle ziemlich dicht zusammen. Oh no. Nicht die Wand berühren. Ja, den Turbo habe ich vielleicht zu früh benutzt. Ich weiß es nicht. Und. Ah, okay. War aber diesmal auf jeden Fall knapp. Knapper als davor. Wir haben nämlich nur... Ich sehe es nicht. Okay, eine halbe Sekunde wieder. Ist okay. Und wir haben den ersten Grand Prix anscheinend schon abgeschlossen. Nice. Okay, ich denke, da wird wahrscheinlich wieder das gleiche kommen. Ah ne, das können wir glaube ich noch nicht. Oh, okay. Alles klar, ein bisschen creepy hier. Okay. Da hat anscheinend jeder seine eigene Animation ein bisschen nach dem Gewinn. Wenn ich das so richtig verstehe. Okay, wir haben hier die Spritztour, die in Grand Prix 1 schon abgeschlossen. Auf der Schwierigkeitsstufe schwierig. War eigentlich doch gar nicht so schwer, würde ich mal behaupten. Und ja, in der nächsten Folge machen wir in der nächsten Folge direkt hier Experte oder gehen wir auf den Profi-Rundkurs und machen da schwierig. Ich würde sagen, wir ballern hier erst wieder alles auf schwierig durch und dann gehen wir in Experte rein, weil ich denke, auf Experte werden wir doch ein bisschen mehr Zeit brauchen. Also denke ich mal, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, genau, machen wir so. Nächste Folge ist dann hier Grand Prix 2 Profi-Rundkurs auf der Schwierigkeitsstufe schwierig. Und ja, bis dahin, macht's gut, haut rein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Und dann ja, wie gesagt... Haut rein, ciao. Tschüss.